Leute, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen Döner-Empfehlungen von Zuschauern. Mit wir meine ich mich und ihr schaut mir dabei zu. Problem, da ist eine fette Schlange. Soll auch der billigste Döner in München noch sein. Mit 4,99 oder genau 5. Und da gehen die ganzen FH-Leute hin, anscheinend. So, da haben wir ihn. Hat tatsächlich sogar nur 4,50 gekostet. Sah jetzt nicht so geil aus, um ehrlich zu sein, weil viele Kunden und die wollen natürlich zack, zack alles rausbekommen und die Kunden bedienen, sodass der Spieß nicht wirklich saftig und knusprig war. Sieht halt, Fleisch ist auf jeden Fall sehr nicht braun. Ihr seht, das Fleisch ist auf jeden Fall auch noch sehr hell. Keine geilen, knusprigen, braunen Stellen. Salat sieht alt aus sogar. Obwohl das Mittagsangebot jetzt ist, gerade fresh. Wir sind jetzt nicht am Abend da, aber schaut mal. Die Spitzen vom Ding. Fleischcheck. Schmeckt nur Salat. Brot übrigens selber gemacht, gleich daneben. Ein Pluspunkt, das Brot ist gut. Für 6 Euro gab es einen XL-Döner. Salat hat so einen starken Eingeschmack. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es schon älter ist. Und dadurch ein bisschen leicht bitter. Ja, es war ein Bissen mit viel Fleisch. Ich habe eigentlich nur Salat geschmeckt und Soße. Okay, jetzt dieser Bissen. Seht ihr den? Ich kann euch sagen, ich würde den nicht nochmal essen. Ich würde sagen, das ist ein Kandidat, das ist so ein Döner, wenn du später Bauchschmerzen bekommst, das erste, was du denkst, ist, okay, das lag an diesem Döner. So ist so richtig schlecht verteilt. Ergebnisse am Ende des Videos. Ich versuche ja da eine Rangliste aufzubauen. Ich glaube, der ist der letzte Platz. Zu seiner Verteidigung kann man sagen, er ist halt extrem billig. Und auch der XL-Döner mit 6 Euro, vielleicht sollte man sich den gönnen. Und ohne Salat. Also ich habe Salat, Tomate, Zwiebel. Nur XL-Döner für 6 Euro. Was halt immer noch ein guter Preis ist. Nur Fleisch, Tomate, Zwiebel. Dann geht's, weil das ist eigentlich okay. Kein Königsbissen-Territorium, aber an sich okay. Ja, und nächste Empfehlung. Es gibt zwar auch vegan, aber zum Glück auch normal. Vegan haben wir genug gehabt. Location ist interessant. Das ist schön. Hier gibt es so frisches Gemüse und irgendwie so Sachen zum Lesen. Döner, auch sehr interessant, hatte ich auch so noch nie, mit Aufstrich. Wurde empfohlen, er meinte es gut. Okay. Sieht auf jeden Fall besser aus als der erste Test. Viel besser, Mann. Mhm. Solides Puppenfleisch. Gut, super knusprig. Klassisch Salat, Zwiebel, Tomate und oben so ein Aufstrich orange, unten ein Aufstrich grün und so Joghurtsoße normal in der Mitte. Mhm. Brot ist sehr geil. Aufstriche sehr stark. Ich schmecke kaum das Fleisch. Merkwürdig, okay? Im Sinne von, der Aufstrich kommt geil mit dem Brot. Also hätte ich jetzt nur dieses Brot mit dem Aufstrich. Krass. Aber mit dem Dönerfleisch harmoniert nicht. Ich schmecke das Fleisch gar nicht. Ich schmecke nur Brot und Ding Aufstriche. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass echt extrem wenig Fleisch drin ist. Schaut mal.
Ja, war jetzt mal gut fest drin. Also das nächste Mal würde ich auf jeden Fall nur eine Seite Aufstrich nehmen. Und wahrscheinlich die grüne nicht, sondern die rote Orange. Und wenn es geht, irgendwie extra Fleisch. Ab und zu ist lecker. Ein paar Sachen würde ich beim nächsten Mal, wie gesagt, anders machen. Und die Menge an Fleisch fehlt einfach nicht. Holles Königsbissen-Territorium. Ich muss echt sagen, das Brot hier ist sehr geil. Mir wurde gerade eine Dürüm-Kombination empfohlen von einem Typen, der hier jede Woche ist. Ich kann verstehen, warum. Also, das hat Potenzial. Und er bestellt dann Dürüm auch mit extra Fleisch. Der größte Kritikpunkt, den ich habe. Der Saft. Doha heißt der Laden. Auch freundliche Besitzer. Brot sehr geil. Brot auf jeden Fall sehr geil. Aufstrich. War meine erste Erfahrung mit Aufstrich im Döner. Mehr Fleisch hätte ich mir gewünscht. Aufstrich, zu viel Aufstrich. Also eine Seite auf jeden Fall nur. Sonst war geil. Hat Potenzial. Nächste Zuschauer-Döner-Empfehlung. Wir sind hier Schwanthaler Höhe. Kuss geht raus an Murat. Also Murat war nicht der, der mir den Döner hier jetzt empfohlen hat, sondern er ist der Pokémon Go Anführer von Schwanthaler Höhe. Okay, Döner riecht echt gut. Die haben gar kein Schild, die haben nichts. Das ist einfach blank. So, das ist ein dicker Oschi, Mann. Das zweite Mal in meinem Leben, dass ich eine Dönerfrau hatte. Kleiner, überschaubarer Laden. Auf der einen Seite Döner, Spieß, wurde runtergeschnitten, sah gut aus, schön knusprig. Und auf der anderen Seite ihr Vater, glaube ich, nehme ich mal an, der Brot frisch zubereitet hat. Ansonsten halt vorne, Trese, Theke, wie auch immer, mit dem Gemüse. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgenommen, Leute. Ich rede die ganze Zeit mit mir selber und genieße diesen Döner. Brot geil, selber gemacht. Merkt man auch an der unsymmetrischen Form. Brot ist echt sehr geil, Soße taugt mir. Die Dame hat nicht am Fleisch gegeizt. Das ist ein fetter Oschi. Schön wie er glänzt. Ich habe jetzt meine ersten paar Bissen verpasst. Fleisch jetzt an sich. Hat mich nicht umgehauen. Aber im Gesamtpaket geht voll klar. Fresh. Auf der einen Seite Dönerspieß mit sehr schönem, knusprigen Fleisch. Das ist nicht bei Spring Döner, der erste Döner, den wir gegessen haben. Da wurde viel zu schnell runtergeschnitten. Er hat sich schon echt geile Knusprigkeit gebildet. Ja, und wie gesagt, auf der einen Seite Spieß, auf der anderen Seite Brot frisch gemacht. Und vorne dann die paar Zutaten. Dünn, aber gut. Auf jeden Fall sehr solide. Brot war sehr gut. Alles war fresh. Fleisch hat mir die Knusprigkeit, die schön knusprigen Stellen gefallen. Hat mir sehr getaugt. Königsbissen war nicht wirklich am Start. Dafür war er in der Mitte ziemlich saftig. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. War jetzt kein Döner, wo ich, während ich esse, mir dachte, boah, Digga, du hast noch einen bestellen.
aber ist ein Döner, den würde ich nochmal essen. Also wenn ich hier in der Gegend wäre, würde ich öfters vorbeikommen. Nächste Dönerempfehlung von einem Zuschauer. Was nicht wirklich eine Empfehlung von einem Zuschauer ist, weil ich kenne den Laden, der ist gut. Das ist einer der besseren Döner in München. Da waren wir auch schon, aber schon länger nicht mehr. Und wir wollen ja eine aktuelle Liste erstellen, Rangliste. Food Factory. Ich muss eine halbe Stunde warten, Leute. Der Rinderspieß ist noch nicht ready. Also ich wollte eigentlich nur rein und schon mal Pute bestellen, weil Pute ist gleich aus und dann müsste ich wieder eine halbe Stunde warten, aber der Rind scheint auch schon ready zu sein. Ja, mal. Beide. Erstmal Pute. Also wir haben hier dieses längliche, eher schon Subway-Brot. Das war mal eine Weile in München in. Ich muss direkt sagen, die letzten zwei Brote fand ich geiler. Ich weiß auch nicht, wieso wir das so gehypt haben eine Weile. Also das Brot. Bisschen schwach belegt, wenig Fleisch. Ich hatte die Sorge, weil da war echt nicht mehr viel am Spieß. Und die Kunden sind reingekommen. Ich glaube, das war so ein, ja, hoffentlich können wir noch einen Döner füllen mäßig. Ich bin mir nicht mal sicher, ob dieser ein bisschen Fleisch hatte. Nur hier unten. Ich schmecke auch kein Fleisch. Im Sinne von, ich schmecke nur Soße. Bisschen scharf. Gemüse ist fresh. Ja, was soll ich sagen? Brot ist lecker, Soße ist lecker. Gemüse ist fresh. Aber Ausnahmesituation, hoffe ich mal. Geht halt gar nicht, Mann. Das geht halt echt gar nicht. Okay, schaut mal, Leute. Da fällt das Fleisch schon raus. Das ist gut befüllt, Mann. Seht ihr den Unterschied? Und schön fettig. Geil. Dimensionen. Oh wow, ich schmecke Fleisch. Kein Wunder, da ist ja auch Fleisch drin. Der war kurzzeitig mal auf unsere 1. So krass war der damals. Ich muss sagen, ich fand den gestern und vorgestern besser. Aber das Fleisch ist gut. Ein geiles Aroma. Schön fertig. Schaut mal den Vergleich an. Hier schaut das Fleisch aus. Hier musst du, wo es Waldo-mäßig das Fleisch suchen. Ja, Fazit gibt es in der Zentrale. Königsbissen nicht möglich, weil er sich unten hin schon aufgelöst hat. Das waren Zuschauervorschläge. Da waren ein paar gute Döner dabei und ein paar, die hätte ich lieber nicht gegessen. Also das Gute ist, unsere Döner-Ranking-Liste wird erweitert. Die habe ich ja erst neu angefangen. Dementsprechend sind da auch noch Döner dabei. Digga, die haben 2-3 Sterne. Enttäuschungen, Springtime-Döner. Ja, der ist billig, ja, der ist für Studenten, aber ich würde den trotzdem nicht essen. Food Factory, auch mega enttäuschend. Das war mal einer der besten Döner in München. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Vielleicht schlechter Tag, aber ganz ehrlich, wenn nur jedes zweite Mal der gut ist, dann kann man den auch nicht weiterempfehlen. Chicos, solider Döner, kann man machen, 5,0. Und Doha, der ist interessant, das Brot war richtig geil. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. YouTube ist gerade schwach. Dafür läuft aber TikTok ein wenig besser. Ich wünschte, alles würde gut laufen mal. Das war's von mir. Serious Business.